Gut 250 Kinder und die Lehrer der Albrecht-Dürer-Grundschule Stolberg erlebten zwischen dem 15. und 19. Juni ihre Blaulichtwoche. Alles drehte sich rund ums Helfen, Retten, um die Sicherheit und vieles mehr. Höhepunkt war die groß angelegte Evakuierungsübung am Freitag. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Stolberg kamen mit ihrer Drehleiter, um Schuldirektor Holger Wachtel aus seiner misslichen Lage zu befreien. Er musste aus dem dritten Obergeschoss der Schule gerettet werden. Über die Drehleiter gelangte er ins Freie und wieder auf festen Boden. Für die Rettung gab's großen Applaus von den staunenden Kindern. Aber nicht nur die Feuerwehr, sondern auch das Technische Hilfswerk, Polizei, Bundespolizei und das Deutsche Rote Kreuz waren zu dieser Übung eingeladen. Sie präsentierten sich in mehreren Stationen. Alles wurde von den Schülern genau unter die Lupe genommen und auch viele Fragen gestellt. Der Traum vieler, sich einmal in die Einsatzfahrzeuge zu setzen und über die Sprechanlage Anweisungen zu geben oder ein Atemschutzgerät umzuhängen, wurde wahr. Die Kinder hatten viel Spaß und lernten viel dazu. Schulleiter Wachtel zeigte sich begeistert von dem Interesse der Kinder an den heutigen Schutz- und Rettungsmöglichkeiten. Brennen durfte in der Woche eben nur der Grill. Das Eldus Resort in Oberwiesenthal feierte am 19. Juni die Eröffnung seines neuen Spa-Bereichs. Auf ca. 2000 Quadratmeter entstand in nur 13 Monaten Bauzeit eine der modernsten Wellnessanlagen des Erzgebirges. Fast 40 verschiedene Firmen, Planer, Ausstatter, Kreative und Künstler waren an der Entstehung beteiligt. Mit 6 Millionen Euro ist der Spa-Bereich die bisher größte Investition in die unternehmerische Weiterentwicklung des Hauses. Im Schwarzenberger Kreisverkehr an der Egermannbrücke fährt man ab sofort wieder um die Perle. Am 18. Juni wurde das Objekt an seinen Platz zurückgebracht. Das Schwarzenberg-Symbol war einige Wochen zur Verschönerungskur. Bei der ATJ Autotechnik GmbH Johann Georgenstadt bekam es eine neue, dauerhaft haltbare Schutzschicht. Rückblick: Die Perle ziert den Kreisverkehr auf der S-272 bei der Egermannbrücke seit fast 2 Jahren. Der Knotenpunkt wurde nebst sanierter Brücke am 15. August 2013 feierlich übergeben. Zu den mehr als 100.000 bisherigen Besuchern der Landesgartenschau Oelsnitz kamen nun noch einmal 2.000 auf einen Schlag hinzu. Die tummelten sich am 17. Juni vor der großen Bühne und feierten die Big Band der Bundeswehr. Unter der Leitung von Oberstleutnant Timo Oliver Czadik und der Solistin Bivalia aus Sambia begeisterte sie das Publikum mit Stücken aus Swing, Rock und Pop. Chef, Musiker, Management, Techniker, Kraftfahrer oder Bürokraft. Jedes Mitglied der Big Band der Bundeswehr ist ein absoluter Profi seines Fachs und trägt durch sein ganz persönliches Engagement und Liebe zum Detail dazu bei, dass dieses Orchester in der Lage ist, über 70 Mal im Jahr auf den Bühnen dieser Welt zu gastieren. Der Auftritt zwischen den Beeten der Landesgartenschau war dabei als ein Benefizkonzert für den Pferdesportverein Oelsnitz e.V. angelegt. Nicht nur, dass die Big Band auf ihre Gage verzichtete, sie rief auch noch alle Gäste zu fleißigen Spenden auf. Mit selbst gebastelten Geldbeuteln gingen dann die kleinen Helfer vom Reitverein durchs Publikum und sammelten. Insgesamt kamen durch Sammlung und einen Betrag der Landesgartenschau knapp 4.000 Euro zusammen. Von dem Erlös soll ein neues Pferd angeschafft werden, um therapeutisches Reiten anbieten zu können, so die Präsidentin Tanja Kretschmer bei der Übergabe des Erlöses. Der Titel einer Sonderausstellung, die in Hormersdorf im Haus der Vereine eröffnet wurde, ist was für Rechner. 800 Jahre Hormersdorf, 50 Jahre danach, 50 Jahre Entwicklung unseres Ortes, 25 Jahre DDR, 25 Jahre BRD. Wem's zu schnell ging, Hormersdorf wird 850. Für die Ausstellung haben die Hormersdorfer Vereine und Gewerbetreibende Zeitdokumente zusammengestellt, die ein Stück weit die Geschichte von Hormersdorf widerspiegeln. Mit einer Bilderausstellung wird dokumentiert, wie sich Gebäude und Ort nach der Wende zum Positiven veränderten.
Auch Vereine wie Feuerwehr, Volleyballer, Fußballer, Theaterverein, die Kirchgemeinde, die Volkskunstschaffenden und andere sind in dieser Ausstellung mit Exponaten präsent. Zur Eröffnung der Sonderschau lobte der Zwönitzer Bürgermeister Wolfgang Triebert den Umfang dieser Ausstellung und dankte allen Beteiligten. Antje Neef von der Stadtverwaltung, die selbst einen großen Anteil am Gelingen der Ausstellung hat, bedankte sich mit einer Rose bei allen Helfern, Gewerbetreibenden und Vereinen für die Unterstützung. Zustande kam die Schau unter der Leitung von Regine Seifert. Die Ausstellungseröffnung im Haus der Vereine war Auftakt der 850-Jahr-Feier in Hormersdorf. Was ist denn das Besondere an der Hagebutte? Mit dem hohen Gehalt an Vitamin C und Mangan bei einer ausgeglichenen Ernährung kann ich optimal die Gleitfähigkeit und Flexibilität von Gelenken erhalten. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Auftanken nach einem hektischen Tag. Das haben Sie sich verdient. Am besten zu Hause, wo man sich wohlfühlt. In Ihrem Bad, der Wohlfühloase mit Wellnessgarantie. Weil das Wasser uns gut tut. Weil wir uns dort attraktiv fühlen können. Weil wir uns dort pflegen können. Weil wir dort nachdenken können. Weil wir dort gute Laune tanken können. Weil wir uns dort selbst spüren können. Weil wir dort träumen können. Zu schön, um wahr zu sein? Dann lernen Sie Bad und Heizung Uwe Schreiber kennen. Die richtige Adresse für Wellness im eigenen Bad. Rufen Sie gleich an und lassen Sie sich überzeugen. Oelsnitz 3120. Bewegte Sommerferien mit den Sportcamps im Sportpark Stolberg. Schau vorbei zum Fußballcamp am 5. und 6. August, im Leichtathletikcamp vom 3. bis 5. August, beim Karatecamp am 18. August, zum Sportcamp am 20. August oder beim orientalischen Tanzcamp am 21. August. Mehr Infos zum Programm, zu den geringen Unkostenbeiträgen, zum Mindestalter und zur Anmeldung findest du im Internet auf sportpark-stolberg.de. Bewegte Sommerferien mit den Sportcamps im Sportpark Stolberg, unterstützt von der Stadt Stolberg und dem Bund-Länder-Programm Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf, die soziale Stadt. Bei RTV wird wieder gekocht. Naja, und gebacken. Mahlzeit, die Kochshow, diese Woche ausnahmsweise auf einem anderen Sendeplatz, also RTV kompakt gucken und mit uns im Anschluss in die Küche gehen. Na dann, Mahlzeit. Das kleine Örtchen Günzdorf wird in diesem Jahr 500 und feiert die urkundliche Ersterwähnung von 1515. Aus diesem Anlass haben die Günzdorfer ihren Ort feierlich geschmückt und in ihrer Ortsgeschichte geblättert. Geschehenes aus den letzten Jahren wurde mit Puppen nachgestellt. Die Geschichte von Günzdorf ist eng mit dem Landleben verbunden. So nahmen auch zu diesem Thema einige Puppen Aufstellung. Einmal gemütlich im Garten sitzen, mit einem Gläschen Wein und auf den Postmann warten, der die Päckchen einfach auf der Wiese ablegt.
Offiziell wurden am 20. Juni die Feierlichkeiten zur Ersterwähnung von Günzdorf im Festzelt durch den Ortsvorsteher Alexander Ulich eröffnet. Und dieses kleine Günzdorf mit seinen insgesamt 197 Einwohnern feiert dieses Jahr seine Ersterwähnung von vor 500 Jahren. Hiermit möchte ich Sie zu den Feierlichkeiten herzlich willkommen heißen und wünsche Ihnen im Namen des Festkomitees viel Spaß. Dieses Jubiläum ist nicht das einzige, was dieses Jahr in Günzdorf gefeiert wird. Auch die Freiwillige Feuerwehr feiert. Sie feiert ihren 75. Geburtstag. Begrüßen Sie mit mir die Geburtstagskinder, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Günzdorf. Freiwillige Feuerwehr Günzdorf wurde am 2.11.1940 aus einer damaligen Pflichtfeuerwehr gegründet. Mit Stolz können wir nun auf 75 Jahre Freiwillige Feuerwehr Günzdorf zurückblicken. Durch Kameradschaft haben verantwortungsbewusste Bürger über mehrere Generationen freiwillig die Pflicht übernommen, zu jeder Zeit in Not und Gefahr zu helfen und des Nächsten Hab und Gut vor Feuer zu schützen. Auch der Bürgermeister von Zwönitz, Wolfgang Triebert, kam zum Gratulieren nach Günzdorf und brachte in puncto Zugehörigkeit des Ortes noch etwas Aufklärung mit. Die Ersterwähnung damals, das ist ganz interessant. 1515, das erste Mal, dass also Günzdorf namentlich in einem Dokument erwähnt wurde, in einer Urkunde erwähnt wurde. Und das war mal damals das Gerichtsbuch, das Stolberger Gerichtsbuch für die Stadt Zwönitz. Damals 1515 wurde also Günzdorf von der Stadt Zwönitz verwaltet. Am Ende seiner Rede übergab Wolfgang Triebert dem Wehrleiter André Riedel noch ein kleines Präsent. Dieses soll zur Anschaffung eines neuen Grills für die Freiwillige Feuerwehr Günzdorf beitragen. Im Anschluss überbrachten die 6 Ortsfeuerwehren der Zwönitzer Ortsteile die besten Glückwünsche zum 75-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Günzdorf. Und im Herbst diesen Jahres soll nun auch ein neues Feuerwehrauto in Günzdorf Einzug halten. Wer am 20. Juni zufällig in die Schwarzenberger Altstadt gekommen war, der traute wohl seinen Augen nicht. Die Innenstadt war in 5 Sektoren eingeteilt. Briten, Amerikaner, Franzosen und Russen hatten jeweils ihren Bereich. Unter den jeweiligen Flaggen gab es landestypische Musik und Speisen. Das Ganze war eine Referenz an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren und wäre noch nichts Besonderes. Doch beim Fest in Schwarzenberg gab es direkt auf dem Markt eine unbesetzte Zone. Und damit wurde daran erinnert, dass das Gebiet um Schwarzenberg eine Besonderheit im Nachkriegsdeutschland aufzuweisen hat. Ein 2000 Quadratkilometer großes Gebiet blieb aus bisher nicht eindeutig belegten Gründen im Erzgebirge unbesetzt. Diese Tatsache wurde durch den Roman Schwarzenberg von Stefan Heim weithin bekannt. Nach 2005 und 2010 wurde das auch 2015 mit einer Veranstaltungsreihe in Erinnerung gebracht. Höhepunkt war da das Straßenfest. Ein zweites großes Fest fand ganz in der Nähe statt. Die Stadt Lößnitz hatte zum jährlichen Salzmarkt eingeladen. Am Sonntag wurde dabei ein Pferdefuhrwerk verabschiedet. Das ist jetzt mit einer Ladung Salz auf der historischen Salzstraße in Richtung Park unterwegs. ErzTV wird, wie bereits von der Fahrt desselben Gespannes vor 3 Jahren nach Halle an der Saale, ausführlich über die Reise berichten.
Am Schanzenkomplex im Greifenbachtal in Geyer fanden am 20. Juni der zweite Sachsenpokal der Spezialspringer und der erste der Kombinierer statt. Gleichzeitig feierte damit die größte der fünf Schanzen ihr 90-jähriges Bestehen. 99 Mädchen und Jungs waren an diesem Samstag mit dabei. Der Hauptinitiator der ersten Schanze im Greifenbachtal war Richard Max Liesche. Er wurde am 5. Juli 1884 bei Riesa geboren und kam nach erfolgreicher Beendigung des Schulamtsseminars am 1. Mai 1905 nach Geyer in die damalige Bürgerschule. In Oberwiesenthal lernte er von norwegischen Skilehrern das Skifahren kennen. Als aktives Mitglied im Erzgebirgszweigverein Geyer übernahm er 1912 dessen Vorsitz. 1921 setzte er sich für die Gründung einer Abteilung Wintersport in Geyer ein. Der Bau der ersten großen Skisprungschanze in Johanngeorgenstadt löste dann die Initiative aus, auch in Geyer mit dem Skispringen zu beginnen. Mit dem Bau einer eigenen großen Schanze wurden dafür die Voraussetzungen geschaffen. Einstimmig wurde beschlossen, dass diese Schanze den Namen Max Liesche tragen soll. Seit 1986 wurde die große Schanze mehrfach erneuert. Der Holzkonstruktion folgte eine aus Metall, die mit Keramik versehen wurde. Der weiteste Satz des Tages auf der Jubiläumsschanze gelang Patrick Esbach vom SV Stützengrün, der die Konkurrenz in der Sonderklasse mit 41 Metern gewann. Mit 15 Teilnehmern war der Gastgeber SSV Geyer mit Abstand am stärksten vertreten. Erfolgreichster SSV-Starter des Tages war Pepe Schula in der Altersklasse 13, der sowohl das Springen als auch die Kombination gewann. Der SV Rot-Weiß-Neuwürschnitz hat am 20. Juni den Aufstieg in die Erzgebirgsliga geschafft. Eine Woche zuvor hatte man allerdings schon einen Matchball vergeben. Da kassierte man in der letzten Minute das 3:2 und verlor bei SV Mittweidertal. Also kam es im letzten Spiel der Saison zu den alles entscheidenden 90 Minuten. Der Gegner vor heimischem Publikum war Stolbergs zweite Mannschaft und die Roten Teufel erwischten wahrlich einen Traumstart. 18 Sekunden nach Anpfiff jubelten die Anhänger der Rot-Weißen zum ersten Mal. Tommy Sperl mit langem Pass auf Michael Heinze, der fackelt nicht lang und zaubert per Heber den Ball ins Tor. Stolberg brauchte nur kurz, um sich von dem Schock zu erholen. Das lag aber auch daran, dass der SV trotz der Führung keine Sicherheit in sein Spiel brachte. Aber der FC Stolberg schaffte es auch nicht, daraus Kapital zu schlagen. Es sollte bis zur 44. Minute dauern, als wieder einmal Heinze mit einem trockenen Distanzschuss zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt das 2:0 erzielte. Heinze beendet damit die Saison mit 25 Toren und damit Platz 2 in der Torjägerliste. Nach der Pause wollten die Hausherren die Entscheidung. In der 52. Minute nahm Daniel Wagner aus 16 Metern Maß Tor und somit die Vorentscheidung. Der Sekt wurde nun sprichwörtlich kaltgestellt. Die Stolberger kamen dann noch einmal und erzielten das 3:1 durch Maximilian Friedrich. Doch der SV hatte die Nerven und erhöhte durch Norman Herold auf 4:1. Stolberg hätte nochmal nachlegen können, denn mit dem Schlusspfiff gab es Elfmeter für die Gäste. Doch Schlussmann Thomas Brunner zeigte auch hier, dass der SV Rot-Weiß-Neuwürschnitz verdient in die Erzgebirgsliga aufsteigt. Nach Abpfiff wurde reichlich gefeiert. Kindheit in der Nachkriegszeit 1945 bis 1955. Mit diesem Thema beschäftigt sich anlässlich des 70. Jahrestages des Kriegsendes die neue Ausstellung im Treppenhaus des Erzhammers in Annaberg-Buchholz. Die Bilder stammen aus der Sammlung Michael Wahle. Mit Gedanken der Journalistin Eva Brase, Autorin des Buches Trümmer, Träume, neues Leben, Sachsen nach dem Krieg, wurde die Schau am 20. Juni eröffnet. Die eindrucksvolle Fotoserie dokumentiert das Leben in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, welches vor allem für die Kinder eine Zeit voller Entbehrungen mit Hunger und Not bedeutete. Kopfsache heißt eine Ausstellung, die noch bis zum 19. Juli im Musikzimmer des Erzhammers in Annaberg-Buchholz zu sehen ist. Hella Stoletzki aus Cottbus, die derzeit ein freiwilliges kulturelles Jahr im Annaberg-Buchholzer Haus des Gastes absolviert, präsentiert im Musikzimmer ihre erste Personalausstellung.
In ihrem Jahresprojekt entstanden in Annaberg-Buchholz Porträts von Menschen, denen sie begegnet ist, Illustrationen zu Gedichten befreundeter Autoren und Texte zum Thema Kopfsache. Hella Stoletzki hat die Zusage für ihr Kunststudium bereits in der Tasche. Richtig oder falsch? Der Text auf diesen großformatigen Werbetafeln für den Sächsischen Familientag in Oelsnitz sorgte beim aufmerksamen Leser für Verwunderung. Wie groß mag das Geländer der Stadthalle sein? Wie viele Leute haben auf dem Geländer Platz? Und wie lange hält man es auf einem Geländer aus? Trotz dieser fragwürdigen Werbung kamen dann zahlreiche Besucher zum 19. Sächsischen Familientag nach Oelsnitz. Für die Familien gab es einen bunten Mix aus Unterhaltung und körperlichen Herausforderungen. Außerdem präsentierten knapp 80 Informations- und Unterhaltungsstände ihre Angebote in 5 Erlebniswelten. Wohnparkfest im Wohnpark Luise Otto Peters des Wohn- und Pflegezentrums Annaberg-Buchholz, kurz WPA, oben in Frohnau. Zum 4. Mal fand es statt, wenn es nicht gerade regnet, im Freien. Am Nachmittag des 20. Juni mussten die Aktivitäten allerdings unter ein Dach verlegt werden. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Draußen drehte die Modellbahn im Regen ihre Runden. Drinnen stand die Mitarbeiterspieleshow auf dem Programm. Dieser Teil des zweitägigen Festes ist Bewohnern, Mietern und Mitarbeitern vorbehalten. Björn Buchholdt war das erste Mal als WPA-Geschäftsführer beim Fest dabei. Doch das Wohnparkfest ist ihm längst vertraut. In den zurückliegenden 7 Jahren wurde der studierte Pflegemanager auf die Aufgaben der Geschäftsleitung vorbereitet. Zum Fest, bei dem auch die Familien gern gesehene Gäste sind, sagte er: Für uns ist eigentlich was Normales vielleicht auch nicht, aber es gehört einfach dazu. Einerseits, um den Mitarbeitern was Gutes zu tun, um zu sagen, hey, wir gehören zusammen. Das WPA, also das ist so dieses Team, diese Zugehörigkeit zum Unternehmen. Andererseits auch die Familien mal der Mitarbeiter ins Unternehmen zu holen, dass die wissen, hallo, meine Mama, mein Papa, die arbeiten im WPA. WPA ist super. Und der dritte Aspekt ist auch, die Öffentlichkeit zu uns zu holen, unseren schönen Wohnpark zu holen. Hier ist so viel los, hier kann man so viel erleben. Und ja, weil ich muss immer wieder sagen, das ist schon ein Stigma, was eigentlich so in der Öffentlichkeit über Altenhilfe geredet wird. Und das ist ganz und gar nicht so. Wir sind ein Bundesunternehmen, wir sind ein farbenfrohes Unternehmen. Und ja, das möchten wir eigentlich auch gerne der Öffentlichkeit beibringen. Und deswegen machen wir vielleicht auch ein Wohnparkfest. Ein vielseitiges, kurzweiliges Programm hatten die Organisatoren auf die Beine gestellt. Am zweiten Tag, dem Sonntag, war das Wohnparkfest dann ein buntes Fest für jedermann. Die langjährige Geschäftsführerin Karin Berghäuser, jetzt eigentlich im Ruhestand, war natürlich beim Wohnparkfest dabei. Und wo wird sie im nächsten Jahr am Tag des Festes sein? Beim Sommerfest im LUP. Na, mittendrin, glaube ich doch mal sicher. Mittendrin sind bei einem solchen Fest auch die Bewohner des Wohnparks Luise Otto Peters und das gefällt. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Zogen. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Schon vergessen?
Kabeljournal. Wir machen nicht nur Fernsehen. Seit Februar 2015 befindet sich der deutsch-tschechische Welterbeantrag des Erzgebirges im Prüfverfahren. Doch noch stehen im Zusammenhang mit der Welterbebewerbung bei Erzgebirgern viele Fragen im Raum. Deshalb führen die Wirtschaftsförderung Erzgebirge, der Tourismusverband Erzgebirge und das Institut für Industriearchäologie, Wissenschaft und Technikgeschichte der TU Bergakademie Freiberg eine Serie von Infoveranstaltungen im Erzgebirge durch, die Antworten geben sollen. Die 6. Welterbeveranstaltung dieser Art fand am 24. Juni in Kooperation mit der großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz im Erzhammer statt. Im Rahmen von 3 Kurzpräsentationen zu den verschiedenen Anwendungsbereichen des UNESCO-Welterbetitels hatten die Gäste die Möglichkeit, Fragen und Anregungen mit den Veranstaltern zu diskutieren. In Annaberg-Buchholz sind unter anderem die historische Altstadt von Annaberg mit Stadtmauer, Annenkirche, Bergkirche, Markt und Rathaus für das UNESCO-Welterbe nominiert. Die Litfaßsäule auf dem Schneeberger Weg in Bad Schlema steht seit dem 23. Juni ganz im Zeichen des Jakobsweges Silberberg. Der Interessenkreis Jakobsweg Silberberg und Schüler der 6. und 7. Klassen der Oberschule Bad Schlema erstellten im Rahmen des Spanischunterrichts Plakate über den Jakobsweg. Sie zeigen Vorstellungen und Gedanken zum Thema Pilgern in Verbindung mit Glaube, Natur und Gesundheit. Die Aktion Kinderherzen konnte am 23. Juni durch eine Schülerin des Herder-Gymnasiums Schneeberg viele Spenden entgegennehmen. Sichtlich gerührt über die Resonanz bedankte sich die Elftklässlerin Michelle Unger bei allen Beteiligten. Im Rahmen der besonderen Lernleistung befasste sie sich mit dem Thema Kinderarmut und setzte sich mit der Aktion Kinderherzen in Verbindung. Mithilfe einiger Schüler und Beratungslehrern konnten Kleidung, Decken, Spiel- und Schulsachen als Spenden zusammengetragen werden. Außerdem wurden durch ein Kuchenbazar und das Entsorgen von Pfandflaschen zusätzlich 328,22 € gesammelt. Und das alles innerhalb einer Woche. Ein Teil der Spenden verwendet die Aktion Kinderherzen für das geplante Sommercamp im Kiez am Filzteich. Die Kindertagesstätte Saatkorn feierte am 24. Juni den Kindergarten im Kindergarten. Die Veranstaltung ist Teil der bundesweiten Gemeinschaftsaktion Gemeinsam Vielfalt entdecken des Netzwerks Kindergarten im Kindergarten. Dieses Projekt will schon die Kleinsten für Artenschutz begeistern. Im naturnah gestalteten Garten lernen Kinder, wie groß die Vielfalt in der Pflanzen- und Tierwelt ist, wie alles zusammenhängt und wie empfindlich Ökosysteme sind. Und dies setzen die Kita-Mitarbeiter in einer Gartenrallye um. An mehreren Stationen konnten die Grundschulkinder mit Naturmaterialien basteln und die Natur spielerisch entdecken. Woanders wurden Karten mit verschiedensten Gräsern und allem, was die Natur zu bieten hat, gebastelt. Wiederum an anderer Stelle mussten kleine Stöcke wieder zusammengepuzzelt werden, dass ein Bild entsteht. Und was nicht in die Natur gehört, musste auch herausgefunden werden. Kita-Leiterin Yvonne Schubert sagte, mit dieser Aktion sollten die Kinder die Natur mit ihrer riesigen Vielfalt selbstständig entdecken und wertschätzen. Am Nachmittag waren dann die Eltern und Familien zu einer kleinen Aufführung der Kita-Kids eingeladen und sollten sich auch an den Stationen inspirieren lassen. Die erste Erzistar Live-Show 2015 war zur Modenacht in Annaberg-Buchholz. 5 von 5 möglichen Sternen konnte da dieser junge Mann sammeln. Mein Name ist Bruno, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Schneeberg und mache momentan ein freiwilliges soziales Jahr im Kindergarten. Michael Martin Trauzer, genannt Bruno, wird wie die anderen 9 Erzistar-Finalisten auch den nächsten Live-Auftritt am 19. Juli beim Auer Stadtfest haben. Warum er bei Erzistar mitmacht, verrät er uns jetzt. Eine gute Freundin hat gesagt, dass ich mal vorbeischauen soll beim Casting und ja, jetzt bin ich hier. Gestartet ist auch das öffentliche Erzistar-Voting der freien Presse.
Bis zum 14. August hat jeder die Möglichkeit, für seinen Favoriten zu stimmen. Das Ergebnis fließt zum Finale am 15. August in die Gesamtwertung ein. Und nun noch zu den musikalischen Vorlieben Michael Martin Trautzer alias Bruno. Ich singe eigentlich alles, was ich singen kann. Also ich beschränke mich da jetzt nicht selbst. Mehr über Erzistar unter erzistar.de oder auf der Erzistar Facebook-Seite.